Sie uns anfangen mit, ich sag jetzt mal so spontan, geringfügiger Verspätung im schönen Werdenfelser Land bei strahlendem Sonnenschein, dürfen wir Sie recht herzlich vom Aktionsbündnis Stopp G7 Elmau zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ich bin Manfred Hoffmann und spreche für das Bündnis. Neben mir sitzt Benny Russ, der ebenfalls für das Aktionsbündnis spricht. Und dann darf ich Ihnen unsere weiteren Gäste aus den Einzelorganisationen, die sehr vielfältig sind, wir haben über 100 Organisationen inzwischen, die sich unserem Bündnis angeschlossen haben, sprechen. Und zu meiner Rechten darf ich Ihnen vorstellen Alicia Hernandez. Sie ist Aktivistin aus Mexiko. Und Dolmetschen wird für Sie Daniel. Ja, Daniel ist Mexiko-Referent im Ökobüro und wird hinterher für die Karawane auch noch selbst eine Stellungnahme abgeben. Weiter auf der linken Seite dann Arash. Er ist Flüchtling und Aktivist aus dem Iran und sein Dolmetscher ganz zur Linken, Baran, der ihm dann hilft und uns hilft, ihn auch hier sehr gut verstehen zu können. Ja, ich freue mich, dass Sie heute den Weg nach Gleis gefunden haben und ich möchte Ihnen kurz sagen, was wir in der nächsten halben, dreiviertel Stunde vorhaben. Wir wollen berichten über den Aktionskongress, über die Aktionskonferenz von gestern und dort zu den Einzelthemen internationaler Gipfel der Alternativen, zu unseren Demonstrationsabsichten, zur Camp-Situation, zu den Aktionen, die wir vor Ort planen, sowie etwas zur Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und zur internationalen Mobilisierung sagen. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle beginnen und über die Aktionskonferenz von gestern berichten. Das erste Thema, das ich anspreche, ist der internationale Gipfel der Alternativen. Am 3. und 4. Juni wird in München in der Freiheitshalle ein Gipfel stattfinden, an dem Menschen aus der ganzen Welt nach München kommen. Und wir laden dort zu einem Gipfel der Alternativen als Aktionsbündnis Stopp G7 Elmau ein. Dort im Laufe dieser zwei Tage, das beginnt am Mittwochabend um 17 Uhr, wird in Workshops über die gesamte Situation, die sich heute ergibt und Alternativen aufzeigt, dort berichtet. Und dort werden wir in Plena zusammensitzen und in Workshops, um auch zu zeigen, dass es Alternativen zu dem gibt, was in Garmisch oder in Elmau in den Folgetagen stattfindet und dass das nicht wirklich alternativlos ist. Wir haben inzwischen auch, das möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, verteilen wir nachher auch einen Flyer erstellt im Bündnis, der auf diese internationalen Aktivitäten hinweist. Da ist das vorläufige Programm abgedruckt mit zahllosen Workshops, mit mehreren Plena und da werden Sie dann herzlich auch willkommen geheißen, an diesem Gipfel als Medien und Presse teilzunehmen. Zweites Thema gestern auf der Aktionskonferenz waren die Demonstrationen gewesen. Die Demonstrationsaktivitäten werden ja im Werdenfelser Land liegen, während der Gipfel der Alternativen ja in München stattfindet. Und während der Aktionen planen wir am Samstag, den 6. Juni, hier in Garmisch-Partenkirchen eine Kundgebung mit einer großen Demonstration
Über den Weg, den die Demonstration gehen wird, wird in den nächsten Wochen noch zu entscheiden. Eine entsprechende Demonstration ist zum jetzigen Zeitpunkt angemeldet. Der Bahnhofsplatz in Garmisch-Partenkirchen ist angemeldet für die Kundgebung und all das wird in den nächsten Wochen noch abgestimmt werden müssen, bis wir dann endgültige Ergebnisse sicherlich vermelden können. Am Sonntag, den 7. Juni, der Tag, an dem der G7-Gipfel hier im Schloss Elmau beginnen wird, planen wir einen Sternmarsch in Richtung Elmau aus verschiedenen Richtungen heraus. Das sagt der Name Sternmarsch schon. Und wollen möglichst nah an Elmau herankommen, um dass man uns dort auch hört und sehen kann, sodass wir unsere friedlichen Proteste auch an den Gipfel herantragen können. Für Montag, den 8. Juni, da tagt der Gipfel auch noch in Elmau, planen wir eine Abschlusskundgebung und eine möglicherweise kurze Abschlussdemo in Garmisch-Partenkirchen, sodass wir uns dann von der Bevölkerung auch hier genauso friedlich, wie wir hier beabsichtigen, aufzutreten, wieder verabschieden können und hoffentlich über erfolgreiche Proteste hier gegen den G7-Gipfel berichten können. Ich komme zum dritten Punkt, dem Thema Camps. Das Thema Camps ist im Moment, was öffentliche Camps anbelangt, noch völlig offen. Wir hatten um Gastfreundschaft gebeten. Der bayerische Innenminister hatte friedliche Demonstranten im Werdenfelser Land ja auch herzlich willkommen geheißen. Und daraufhin haben wir die Gemeinden vor einigen Monaten angeschrieben, haben inzwischen auch Antwort bekommen. Jedoch sind das alles abschlägige Antworten gewesen, die man uns da hat zukommen lassen. Und diese abschlägigen Antworten, das ist daran noch zu kritisieren, hatten auch Textbausteine, die darauf schließen lassen, dass sie aus einem Guss geformt wurden und einen gewissen Rahmen beinhalteten. Die Presse, die Medien haben ja da in der Vergangenheit auch schon drüber berichtet. Wir sind also weiterhin in der Situation, dass wir auf der Suche nach Camps sind und wir brauchen öffentliche und große Flächen, denn wir rechnen damit, dass zumindest eine ordentliche vierstellige Zahl an Demonstranten, an Teilnehmern zu den Protesten hier ins Werdenfelser Land kommen wird. Und diese Menschen brauchen Übernachtungsgelegenheiten, sie müssen versorgt werden, es muss eine geordnete Entsorgung stattfinden, es muss Strom vorhanden sein, um es ganz praktisch zu machen und es muss natürlich auch alles, was Infrastruktur für die Tage in Camps ausmacht, hier vor Ort verfügbar sein. Denn wir wollen in jedem Fall in geordneten Verhältnissen in unseren Camps auch leben können während der Proteste hier in Garmisch und Umgebung, um hier nicht Verhältnisse zu haben, dass wir wild kampieren müssten, dass öffentliche Plätze einfach belegt werden, dass da keine Koordination mehr drin ist, dass die Gruppen auseinandergerissen werden. Das soll nicht sein. Und hier möchte ich nochmal zurückkommen auf Heiligendamm. Gerade in Heiligendamm hat es sich herausgestellt, dass die Camps Orte der Befriedung letztendlich gewesen sind, weil man sich dort sammeln konnte und von dort aus dann auch wusste, wo die Menschen sind, die protestieren. Und das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Also das Dankeschreiben der Feuerwehr von dort, die sehr intensiv damals mit den Protestern zusammengearbeitet hat, hat das auch noch mal bestätigt, vor vielen Jahren schon. Und von daher denke ich, sollten wir hier in Garmisch auf eine ähnliche Situation hinarbeiten und in den Nachbarorten, dass wir hier wirklich geordnete Verhältnisse bekommen und in Garmisch dann auch hinterher gerne gesehene Gäste gewesen sein wollen. Für Fragen stehen wir natürlich im Anschluss noch zur Verfügung. Darum gehe ich jetzt auch weiter zu den Aktionen. Wir haben gestern über die Aktionsmöglichkeiten noch in der Aktionskonferenz gesprochen. Und als mögliche Aktionen sind der Gipfel der Alternativen natürlich zu erwähnen, sind die Demonstrationen, der Sternmarsch zu erwähnen. Und wir haben in unserer Sitzung am gestrigen Tag auch einen Aktionskonsens nochmal bestätigt, der auf dem basiert, was wir Ihnen allen schon verteilt haben, nämlich auf unserem Aufruf zu den Protesten im Werdenfelser Land, zu unserem Bündnisaufruf. All diese Punkte können Sie auch einsehen auf unserer Homepage stopp-g7-elmau.info. Dort stehen die gesamten Informationen auch zur Verfügung. Zu unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten uns vor Monaten schon überlegt, dass wir offen mit den Medien zusammenarbeiten wollen und unsere Konzeption sieht vor, dass wir das Gespräch mit der Öffentlichkeit, mit den Menschen vor Ort und mit den Medien suchen.
Und genau das findet in diesen Tagen auch statt. Die Aktivitäten haben sich jetzt von München hinaus ins Werdenfelser Land verlagert. War am Anfang die Camp-Situation, die erste Situation, die schon im alten Jahr angegangen werden musste. So gehen wir heute die Situation an, wie wir hier und wo wir hier unsere Aktionen durchführen können, wie wir dann die Camp-Situation abschließen können und wie wir hier vor Ort dann auch unsere Demonstrationen nach Elmau tragen können. Dazu, das haben wir ja auch in der Presseerklärung mit erwähnt, wollen wir heute einige der Aktivisten einen Spaziergang nach Elmau hinauf machen, um uns nochmal die örtlichen Verhältnisse anzuschauen. Grundsätzlich hatten wir uns mit diesen Verhältnissen schon vor einigen Monaten vertraut gemacht, wie die Serie der Aktionskonferenzen in München angefangen hat. Wichtig ist, dass wir intensiv miteinander zusammenarbeiten, offen miteinander zusammenarbeiten. Das ist das Credo, in dem dieses friedlich demonstrierende Bündnis auftritt und für das wir stehen. Und uns ist daran gelegen, dass Sie von uns die Informationen bekommen, die Sie benötigen, aber auch die Informationen bekommen, die wir Ihnen mitreichen wollen, damit Sie objektiv über diese Proteste gegen den G7-Gipfel berichten können. Wir fühlen uns hier nach den ersten Infoständen in Garmisch und Umgebung inzwischen recht wohl, denn wir stellen fest, dass entgegen all der Äußerungen, die offensichtlich aus dem bayerischen Innenministerium oder ähnlichen Kreisen kommen, die Bevölkerung uns hier doch sehr wohlgesonnen gegenübersteht und wir hier sehr positiv mit den Menschen an den Infoständen ins Gespräch gekommen sind und wir fühlen uns hier aufgenommen und angenommen und hoffen, diesen Effekt in den nächsten Wochen bis zum Gipfel hin noch verstärken zu können. Ein weiterer Punkt ist auch, das sehen Sie schon an der Zusammensetzung der Gruppe heute hier an diesem Tisch, die internationale Mobilisierung. Es geht uns darum, auch in den internationalen Kontext uns einzubinden. Es ist ein internationaler Gipfel, der hier in Elmau stattfindet. Und dort wollen wir natürlich auch, dass die Menschen, die aus den Ländern der Gipfelteilnehmer oder aus vielen anderen Ländern hier ins schöne Werdenfelser Land kommen, ihre Proteste hier hochtragen können und dass die auch eingebunden sind in unser Bündnis. Wir sind ein offenes Bündnis, das sich nur gegen Rassisten, gegen Rechte abgrenzt. Die wollen wir nicht dabei haben, keine Hooligans. Wir wollen keine Gewalt. Wir wollen friedliche Demonstrationen. Und dafür steht das Aktionsbündnis Stopp G7 Elmau. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt einen ersten Überblick zu der Aktionskonferenz gestern geben können und möchte nun in die Gespräche mit den einzelnen Teilnehmern und deren Vorstellungen einsteigen. Als Erste wird Alicia Hernandez, unsere Aktivistin aus Mexiko, zu Ihnen sprechen und Ihnen Informationen geben. Und Daniel, du übersetzt dann bitte. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Guten Tag, danke. Bueno, celebro que acá se estén organizando para generar alternativas y diálogo a lo que proponen cumbres como la del G7. Ich freue mich, dass man sich hier organisiert und zusammen sucht nach Alternativen für was Gipfeln wie der von G7 vorschlagen. Y bueno, me pidieron que platicara un poco sobre la experiencia en relación con la organización y el libre comercio en México, como ejemplos. Also, ich sollte mal kurz ein bisschen über die Erfahrung in Mexiko mit dem Freihandel erzählen. Los procesos no son iguales en todos los lugares, pero hacer una analogía tal vez sea útil. Also, und auch ein bisschen über die Art und Weise, wie solche Events in Mexiko stattfinden. Also diese Prozesse sind nicht gleich, aber vielleicht wäre sinnvoll, eine Analogie darüber zu machen. Brevemente, para tener un contexto, en 1992 México, Estados Unidos y Canadá firmaron un tratado de libre comercio, el TLCAN. Kurze, um mal ein bisschen den Kontext zu machen. 1992 Mexiko, USA und Kanada haben den Freihandelsabkommen von Nordamerika, NAFTA, unterschrieben. En 1994 entró en vigor y durante ese tiempo hubo toda una campaña mediática para vender la idea de que entrábamos al primer mundo y todo iba a estar mejor.
1994 ist dieser Vertrag in Kraft getreten und in diesen 2 Jahren gab es eine fette Medienkampagne, die uns verkauft hat, dass wir endlich mal in die erste Welt ankommen. Y a 20 años de haber entrado en vigor y un poco más de haberse firmado, nos damos cuenta que hay varios rubros de afectación que evidentemente no han mejorado, sino por el contrario, ha empeorado la situación. Und 20 Jahre nach dem Inkrafttreten und noch ein paar Jahre mehr nach dem Abschluss von diesem Vertrag und dem Unterschreiben von diesem Vertrag merken wir, dass es nicht besser geworden ist, sondern dass die Situation sich wesentlich verschlechtert hat. Entonces, bueno, algunos rubros de afectación muy importantes son la tierra, la salud, el medio ambiente, el empleo. Einige Bereiche, die es insbesondere betroffen worden sind von diesem Freihandelsvertrag, ist das Land, Landeigentum, die Gesundheit, die Umwelt und die Beschäftigung. Todos ellos implicando derechos que son violentados. In allen diesen geht es um Rechte, die verletzt werden. Es interesante saber que México ofreció como ventajas comparativas la desregulación laboral y ambiental. Esto fue filtrado de las negociaciones, no fue público. Wichtig ist zu erzählen, dass der Angebot von Mexiko für den Freihandel war die Deregulierung von Arbeitsmarkt und von Umweltgesetze. Also das ist rausgefiltert worden, also das ist nicht öffentlich geworden, aber hat jemand weiter verplappert. Y al mismo tiempo uno de los requisitos para que se pudiera firmar el acuerdo era que México tuviera un sistema público de defensa de derechos humanos. Andersrum, eine der Bedingungen, damit Mexiko Teil von diesem Vertrag wäre, war, dass Mexiko eine öffentliche Menschenrechtsschutzprogramm entwickeln sollte. Y a 20 años con las audiencias y la sentencia que emitió el Tribunal de Conciencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el que condena al libre mercado y al neoliberalismo, podemos ver que la lógica de comercio y la lógica de derechos humanos son opuestas. Und 20 Jahre danach, angesichts des Urteils von dem Gewissenstribunal, der Ständigen Völkertribunal, die letztes Jahr in Mexiko ausgesprochen wurde, kann man herausfinden, dass die Logik der Menschenrechte entgegengesetzt ist mit der Logik der Freihandel. Un dato interesante que ilustra este decrecimiento es que, según la UNAM, en el 82, el salario mínimo alcanzaba para 18 litros de leche, por ejemplo, y 280 piezas de pan. Also, vielleicht also so ein Beispiel, ein klares Beispiel, die zeigt, wie die Situation sich verschlechtert hat, sind Daten von der UNAM, der Universidad Nacional Autónoma de México, die sagte, 1982 reichte ein Mindestlohn für 18 Liter Milch oder 280 Brötchen. Y en 2014 el salario mínimo alcanza para 4.7 litros de leche y 38 piezas. Und 2014 der Mindestlohn reicht für 4,7 Liter Milch und nur 38 Stück Brot. Ahora hay que trabajar 22 horas para una canasta básica, cuando en los 80 se tendría que trabajar 4 horas. Jetzt muss man 22 Stunden arbeiten, um mal den Grundnahrungskorb zu gelangen. Und in den 80er Jahren waren es 4 Stunden Arbeit, die dafür notwendig waren. Es un ejemplo de cómo la precariedad es también un común denominador de que trae consigo el libre comercio. Das ist ein Beispiel, wie die Prekarisierung auch ein gemeinsamer Nenner ist von der Freihandel. Esta precariedad se ve reflejada en la pobreza. Y esta pobreza, evidentemente, alimenta el crimen organizado en expansión, del que seguramente han escuchado hablar en México. Diese Prekarisierung ernährt die Armut und die Armut wiederum ernährt der organisierte Verbrechen, die ihr bestimmt davon über Mexiko gehört hat. Otro de los problemas que hemos encontrado son los megaproyectos que no solamente afectan el medio ambiente, sino también el desplazamiento de personas, la tenencia de la tierra,
entre otros problemas. Andere weitere Probleme, die gestern vinculados con el libre comercio. Andere weitere Probleme, die mit dem Freihandel verlinkt werden können, sind die großen Infrastrukturprojekte, die verschiedene Sachen, die auf verschiedene Bereiche Einfluss haben, wie zum Beispiel das Landeigentum, la tierra y el medio ambiente, ¿no? Der Umwelt und auch der Vertreibung von Menschen verursachen. Also Umweltverschmutzung und Vertreibung von Menschen verursachen. Bueno, grupos como el G7, organizaciones como la OMC, aunque decidan acuerdos o cosas que están fuera de las fronteras, se ha mostrado que afectan sobre todo a los países con menores ingresos o llamados de tercer mundo. Zusammenhänge wie der G7 oder der WTO, wenn die ihre Entscheidungen außerhalb von unseren Grenzen stattfinden, haben sie eine ganz klare Wirkung auf Ländern, insbesondere die armen Länder oder die sogenannte Dritte Welt. Plantean una lógica de arriba para abajo, top down, como le llaman, que es avasalladora para los pueblos, para las personas, y esto no solamente pasa en estos países, por eso es importante reunirse, organizarse y generar alternativas de solución. Die haben eine Top-Down-Logik, die alles überrollt, und deswegen ist es wichtig, sich zusammenzutreffen und nach möglichen Alternativen zu suchen. Es llamativo que para mí, que parece un común denominador también, en cuanto a la generación de organizaciones alternativas, la presencia de cuerpos policíacos, por ejemplo. Y bueno, he escuchado que ha habido algunas dificultades para el tema de los campamentos acá. Esto también sucedió en México en su momento, tanto en Guadalajara como en Cancún. Also, für mich ist ein bisschen seltsam, wenn man sieht hier, wenn die Leute versuchen, sich zu organisieren und nach Alternativen zu suchen, die polizeiliche Präsenz. Ich habe gehört, dass es Probleme gibt mit den Camps zum Beispiel, und ähnliche Situationen haben wir auch in Mexiko damit zu tun gehabt, wie auf den Gipfel von Guadalajara in 2004 oder Cancun vorhin? 2002 in Cancun. Bueno, más allá de celebrar que acá también se estén organizando, creo que es importante resaltar que esa organización de la mano con la libertad de expresión, que es un fundamento de los estados democráticos, o al menos eso se dice, debe ser respetada. Und auch jenseits von mich zu freuen, dass man sich hier organisiert, muss man sagen, dass das muss ein Zeichen für die freie Meinungs-, für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und das soll eigentlich eine Eigenschaft von Ländern wie diese, und deswegen gehört das respektiert zu sein. Porque si se facilitan los encuentros comerciales, se deben facilitar también los encuentros de la gente, porque pues si se supone que es un estado democrático, se deben respetar todos los Pilares de esa democracia que, en la que se dice vivir. Also, wenn man Treffen wie ein Gipfel ermöglicht, sollte man auch die Treffen der Menschen ermöglichen. Also, es sollten alle Säulen von der Demokratie, die hier besagt wird, respektiert werden. Buenas. Sería todo. Muchas gracias. Aktivist wird jetzt zu seiner Situation berichten, und übersetzt wird er nochmal von Karan. Bitte. Herkese selamlar. Ich grüße euch alle. Es tab G7 yoldaşlarla çok teşekkür ediyorum ki burada beni davet ettiler. Ich möchte mich besonders bei den Genossinnen und Genossen bedanken, die sich in diesem Bündnis befinden und mich auch heute hierher eingeladen haben. Bir mülteci olarak ve
2015'te Avrupa'da yaşayan bir yabancı olarak neden G7'yi karşıyızı dile getirmek istiyorum? Ich möchte als ein Geflüchteter, der im Jahr 2015 in Europa lebt, zum Ausdruck bringen, weshalb ich mich auch an diesen Protesten gegen G7 beteilige. Ve Avrupa'daki toplumu sesleniyorum. Und ich möchte einen Aufruf an die europäische Bevölkerung machen. Çünkü zaten devletler kulakları kapatmışlar. Weil die europäischen Staaten uns nicht zuhören. Mülteci olarak G7'i karşıyım çünkü bizim göçe mecbur kalmak, ülkelerimizi terk etmek zorunda kalmak zaten bu devletlerin politikler yüzündedir. Ich bin als Geflüchteter gegen G7 Staaten, weil deren kriegerische Politik hauptsächlich die Flucht und Armut produziert, wovon ich auch selbst betroffen bin. Neden? Çünkü 2008'de bir tek Almanya 80 milyar euro silah ihracat çıkışı oldu 2008'de. Allein im Jahr 2008 hatte der deutsche Staat von Waffenexport 80 Milliarden Euro. Ja, 80 Milliarden Euro Gewinn. 2008, 7 sene Afganistan Savaşı'n sonra ve 5 sene Irak'ın Savaşı'ndan sonra oldu. 7 sene. 7 Jahre nach dem Krieg in Afghanistan und 5 Jahre nach dem Krieg in Irak. Madem 80 Milliarden Euro silah çıkarı olmuş Afganistan'da, Irak'ta o silahlar patlamarken evler yıkılır, insanlar olur ve kaçmak zorunda kalırız. Ja, während Deutschland diesen Gewinn erzielte vom Waffenexport, sollte der deutsche Staat auch damit rechnen, dass die Waffen in unseren Ländern unsere Häuser zerstört haben und uns auch die Lebensbedingungen entzogen haben. 2009'da İran devletinden karşı eylemler, bütün aktivistler Siemens teknolojisiyle deşifre oldular, gözaltına aldılar, işkence oldular, hayatları mahvolmuş. Als die Massen im Jahr 2009 in Iran auf die Straße gegangen sind, wurden sie entlarvt mit der Siemens-Technologie und wurden auch mit der Siemens-Technologie in Knast, in den Gefängnissen auch gefoltert. Irak'ta Kürt halkı Made in Germany kimyasal maddelerle Saddam devletinden tarafından katliam oldular ve bugün bile anneler hasta çocuklar doğuyorlar. Unter dem Regime von Saddam in Halabja hat das kurdische Volk auch ein Massaker erlebt, das auch dank der Unterstützung des deutschen Staates zustande kommen konnte. Und
Heute erleben noch die Mütter und ihre Kinder und weitere Generationen noch die Produkte, die negativen Produkte dieses Massakers. England, Italien und Germany bugün Tunis ve Misir'deki polis sistemi yenileşmeyi kontrat yapmışlar. Italienische Staat und der deutsche Staat beabsichtigen auch einen Einfluss auf die politische Situation in Tunesien und Ägypten. Und das geschieht mittels Pakt eines Polizeisystems. Achso, mittels eines Pakt, dass die Verbesserung oder Reformierung des polizeilichen der Ordnung in diesen Ländern. Arabistan ve Yemen savaşı ile iki taraf Leopard T2 kullanıyorlar. Ya Leopard T2 Panzer. Ja, und die beiden Seiten verwenden diesen Leopard T2 heißt ein Panzer. Arabistan, Yemen Savaşı iki taraf bunu kullanıyorlar. Ja, und das geschieht halt im Krieg zwischen Arabistan, Saudi-Arabien und Yemen. Şimdi neden G7'ye karşıyız? Düşünürüm çok bellidir. Ich denke, es ist langsam klar geworden, warum ich gegen G7 bin. Bu neoliberal ve emperyalizm politiklerdir ki biz göç zorunda kalıyoruz. Es sind die neoliberalen und imperialistischen Gründe, Ursachen, weshalb wir von der Flucht und von der Migration betroffen sind. Yoksa biz Avrupa hayranları değiliz. Nicht nur, weil wir besondere Fans von Europa wären. Afrika doğal olarak %30'u kesinlikle tarım olmuyor. Afrika'da %30'u doğal olarak orada tarım yapmak olmuyor. Niye? Çünkü çöl. Ja. Also die landwirtschaftliche Bedingung in Afrika erlaubt nicht erlauben nur eine begrenzte, eine 30-prozentige Landwirtschaft. Kalan %70'i ki tarım olur, %70'i, o %70 kalan kısmı ile Avrupa için, Avrupalılar için, için gemuze tarım yapıyor ve Afrikalı onu yemek şansı yok. Neyi tarım yapıyor? Gemuze, şey. Ha. Çok spesifiğe girmeye çalış. Und Rest 70% der ländlichen Bedingungen in Afrika werden halt werden unter Kontrolle von den herrschenden Kräften eingebracht und die Bevölkerung dort haben nicht den Zugang auf dem restlichen 70% der ländlichen Bedingungen. Populist ve gerici kafa diyor ki Afrikalılar bizim sosyal komfortable kullanmak için burada geliyorlar. Die populistischen und reaktionären Kräfte behaupten dass diese Investition oder allein die Existenz der herrschenden Kräfte die
wirtschaftliche zu wirtschaftlicher Verbesserung und Weiterentwicklung der des Landes dienen. Açlık yüzünden geliyorlar. Afrika. Und die populistischen Reaktionskräfte hier betonen, dass die Menschen aus Afrika nur aus Armut kommen. Ama çok açık bir şekilde Avrupa'da bunu dile getirmek, medya, toplum dile getirmesidir ki bu neokolonyal polisi ve politikidir ki millet göç zorunda kalıyorlar. Europäische Pressen verweigert auch von der konkreten von dem konkreten Grund der Flucht. Und wir müssen betonen, dass die neokoloniale Politik als wesentlicher Grund in dieser Frage eine Rolle spielt. Ja. Göç etmek zamanında 200 tane, 200 tane, 300 tane, 300 tane Frontex yüzünden Akdeniz'de ölüyoruz. Ja, und wir sterben in Gruppen von 200 bis 300 Menschen jedes Mal im Mittelmeer aufgrund des Frontex. Bu yüzden G7'de karşıyız. Auch deswegen, und das ist auch ein erweiterter Grund, weshalb wir uns gegen G7 richten. Buraya da gelirken karşımızda pislik Pegida çıkıyor. Und wenn wir hier auf die Straße gehen, treffen wir bedauerlicherweise die verächtlichen Pegida-Rassisten. Bize diyorlar, neden buraya geliyorsunuz? Sie fragen uns, warum wir hierher kommen. Aslında siz neden bu devletlere oy veriyorsunuz? Ki bu devletler güce elinde alsınlar. Siz neden bu emperyalist devletlere oy veriyorsunuz? Wir wollen fragen, warum sie die imperialistischen Staaten unterstützen, so dass die imperialistischen Staaten die Kraft weiterhin diesem rassistischen Paradigma zentralisiert beibehalten können. 80 milyar silah çıkarıyla yerken iyiymiş. Kan parasıyla besleniyordunuz, iyiymiş. O para yüzünden kaçmak zorunda kalan insanlar kötüdüler. Während ihr von dem Waffenexport in von dem Gewinn in Summe von 80 Milliarden Euro vom Waffenexport genossen habt, ging es euch gut, während ihr Kriege geführt habt, ging es euch gut, aber euch geht es nicht gut, wenn wir auf die Straße gehen und hierher kommen und nach unseren Rechten suchen. Bu yüzden G7'e karşıyız. Und deswegen sind wir gegen G7. Yine yoldaşlara teşekkür ediyorum ki bize burada davet ettiler. Ich möchte abschließend mich noch einmal bei meinen Genossen und Genossen bedanken, dass sie mich hier eingeladen haben. Ve umarım ki protestimizi başarıyla ve çok powerful bir şekilde gerçekleştirsek. Und ich hoffe, dass wir unsere Proteste ganz kräftig und erfolgreich durchsetzen werden. Hoch die internationale Solidarität. Das brauche ich nicht zu übersetzen. Ja. Hier ganz herzlichen Dank, Arash, für
deinen wunderbaren Vortrag und die vielen Informationen, die du uns hier heute gegeben hast. Er steht nachher natürlich auch noch für Rückfragen zur Verfügung. Wir kommen nun wieder auf die von Ihnen gesehen linke Seite zu Daniel. Daniel, hatte ich vorhin schon gesagt, Mexiko-Referent im Ökobüro, wird über die Karawane berichten. Er sagt auch selbst etwas zur Karawane, da brauche ich nicht weiter einführen. Und dann würde ich dich bitten, dass du jetzt zu den Medien sprichst. Okay. Ja, vielen Dank. Wie schon gesagt, mein Name ist Daniel Tapia, ich bin Mexiko-Menschenrechtsreferent im Ökobüro. Und wir, also das Ökobüro und auch weitere Gruppen, unter anderem das Bundeskoordination Internationalismus, BUCO, planen für den G7 eine Mobilisierungskarawane zu organisieren. Die wird von Mitte Mai anfangen und dann durch Deutschland reisen. Die Idee ist, dass wir Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Ländern einladen. Was wir damit wollen, ist mit dieser Karawane eine Stimme zu geben an den Menschen, die die Politik der von solchen Gipfeln wie vom G7, die diese Politik ausbaden müssen. Also wir werden Aktivisten einladen aus Mexiko, aus Honduras und aus Kolumbien. Und es sind auch weitere Einladungen geplant. Leute aus Afrika und aus Asien sollen auch vertreten sein. Und die Themen, die wir abdecken wollen mit der Karawane, ist, dass also die Schwerpunkte von, wofür wir den G7 kritisieren, also Militarisierung, Abschottung, Freihandel und so, Umwelt, sollen die Menschen berichten, die diese Entscheidungen, die negative Teile dieser Entscheidungen in eigenen Leib erfahren. Und vor allem auch das Thema Freihandel wird jetzt hier, gerade ist hier in Europa bekannt oder wird hier interessiert, mit Interesse gesehen, wegen den TTIP-Verhandlungen. Muss man sagen, dass das ist nicht was Neues. Europa und Deutschland haben viele Freihandelsabkommen schon bereits abgeschlossen mit anderen Ländern, nur der Unterschied war, dass bis jetzt die Europäische Union in der stärkeren Seite der Verhandlungen war. Und deswegen hat vielleicht nicht viele Leute Sorgen gemacht, als die EU ein Freihandelsabkommen mit Mittelamerika oder mit Mexiko abgeschlossen haben. Deswegen wollen wir auch diesen Themen abdecken. Und wir freuen uns. Unsere Gäste werden auch bei den Gipfel teilnehmen. Und auch ein aktiver Teil bei der Demonstrationen und Aktionen, die stattfinden, werden Sie haben. Und vielen Dank. Ja, auch dir. Daniel, recht herzlichen Dank für deine Ausführungen. Und wir stehen jetzt für die Presse zur Verfügung für Ihre Fragen an unseren Kreis. Wenn Sie immer dazu sagen würden, für welche Organisation Sie stehen und wem Sie die Frage stellen möchten. Darf ich feststellen, dass die Zeit fortgeschritten zu sein scheint und keine Fragen bestehen? Wir wollen da nicht abbrechen. Keine Fragen? Ja, dann darf ich mich nochmal bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und bei den Teilnehmern hier vorne am Tisch für die vielen, vielen Informationen, die heute an Sie weitergegeben werden konnten, und wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns wieder im Werdenfelser Land zu unterschiedlichen Ereignissen. Oder Sie begleiten uns für die Spaziergang. Oder Sie begleiten uns auf den Spaziergang auf den Berg hinauf. Das haben wir Ihnen ja auch mitgegeben.